Im heutigen Video schauen wir uns das erste Mal einen 15 kW Elektromotor von Belmarin an. Hier haben wir einen Inboarder verbaut und der hat einen ganz schön saftigen Preis. Und ob der gerechtfertigt ist, das seht ihr im heutigen Video. Los geht's nach dem Intro. Moin liebe Bootsfahrer, herzlich willkommen bei E-Boots Motoren TV. Ich bin Johann und wir sind heute für euch in Danzig bei Cannaboats. Wir haben wunderschöne 6 Grad Außentemperatur, Sonnenschein und wir testen heute für euch den 15 kW Belmarin Elektromotor. Cannaboats ist ein junges Unternehmen aus Polen, das hochwertige Elektroboote aus Holz und GFK fertigt. Wir sitzen hier in der Canna One und das ist das erste Elektroboot von Canna, quasi der erste Prototyp, der jetzt auf dem Wasser ist. Im nächsten Schritt werden noch weitere Prototypen gebaut, die dann aber mit anderen Motoren betrieben werden, nämlich dem Rimdrive und dem Molabo Elektromotor. Die Canna One ist 5,50 Meter lang, 1,94 Meter breit und hat einen Tiefgang von ca. 50 cm. Auf der Canna One ist Platz für bis zu 5 Personen und das Boot hat eine Zertifizierung der Kategorie C, ist also auch für die Küste zugelassen. Über den Namen Belmarin bzw. Transfluid ist sicherlich schon der ein oder andere gestolpert, natürlich auch auf unserer Website. Belmarin ist seit 15 Jahren am Markt und betreibt vor allem Motoren für die gewerbliche Schifffahrt. So, wir machen mal hier eine Wende. Mal wieder nicht gegen die Sonne schauen. Es fährt sich überraschend stabil. Dafür, dass es sehr leicht ist, ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Fahrgefühl tatsächlich. Okay, wir machen jetzt mal einen Hochbeschleunigungstest. Das heißt einfach, zack, Hebel auf den Tisch. Und gucken, was passiert. Okay, selbst mit dem 10 kW Motor sind jetzt bei 100% und bei ca. ja, 13 km/h. Wir sind aber auch zu viert im Boot. Das heißt, ist natürlich einiges an Gewicht, was bewegt wird. Und wie gesagt, es ist ja nicht der finale Motor, der in der Canna One dann am Ende drin ist. In der kleinsten Version wird es einen 5 kW Motor geben, der damit zumindest in Deutschland führerscheinfrei ist. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich noch Modelle mit 10 und 15 kW geben, bei denen etwas mehr Maximalgeschwindigkeit möglich ist. Beladen wird das Boot übrigens rund 700 kg wiegen. Aktuelle Berechnungen gehen von 12, 15 und 18 km/h an der Spitze aus. Die drehbaren Pods sind offensichtlich nicht für Gleitfahrt geeignet, der Widerstand unter Wasser ist einfach zu hoch. In Kombination mit Rimdrive werden daher auch standardmäßig die Lithium-Eisenphosphat-Akkus von Battery Technology verwendet. Hier spielt das Gewicht ja keine so große Rolle. Es wird von der Canna One jedoch auch eine Version mit einem 50 kW Molabo Inboarder geben. In der Spitze sind auf jeden Fall bis zu 40 km/h, also 25 Knoten möglich. Laut Berechnungen wären theoretisch sogar 50 km/h möglich. Wir warten aber erstmal ab, bis der erste Molabo Inboarder verbaut ist und schauen dann nochmal für eine Testfahrt vorbei. Falls euch Molabo noch kein Begriff ist, Molabo ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in der Nähe von München. Die Motoren laufen trotz extrem hoher Leistung bei lediglich 48 Volt Niedrigspannung und das ist natürlich ein riesiger Vorteil in Bezug auf Installation und Sicherheit an Bord. In Kombination mit dem Molabo gibt es 40 Kilowattstunden MG Batteries, also leichte Lithium-Ionen-Batterien für Gleitboote. So, jetzt haben wir den Eco-Modus eingeschalten, sind bei ja, knapp 70% Motorleistung gecapped, jetzt sind wir ungefähr bei 60, ich gebe Vollgas und dann kommen wir trotzdem noch auf unsere 5,5 Knoten, heißt 11 km/h, relativ entspannt und so läuft das Boot ziemlich ruhig und hat natürlich auch eine deutlich höhere Reichweite. Ne? Also man muss schon sagen, der Motor, den hört man gar nicht. Jetzt fliegt gerade die Drohne über uns und hier an der Seite sind so ein paar Bauarbeiten und so weiter, aber wenn ich mal Richtung Motorraum gehe, der Motor ist absolut gar nicht zu hören. Das ist, also da waren auch einige Motoren, die wir jetzt schon getestet haben, immer ein bisschen lauter oder noch nicht ganz so leise. Aber der Belmarin Motor, der ist wirklich gar nicht zu hören. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Das ist wirklich lautloses Gleiten par excellence. Ja, also allein das Lenkrad, wenn ich mir das anschaue, das sieht schon richtig, richtig krass aus. Auf der Rückseite sind so angenehme Handgriffe.
generell die Verarbeitung und auch die Farben vom GFK und auch dem Mahagoni-Holz sehen wirklich sehr wertig aus. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hinfahre. Gleiches gilt übrigens auch für den Gashebel. Da ist hier vorne so ein bisschen Holz mit eingearbeitet. Sieht sehr, sehr schön aus. So, ich zeige euch im nächsten Schritt mal die Hupe. Ja, an technischen Features ist in der Kanna One alles drin, an was man sich denken kann. Bilgepumpe ist in der Standardausführung mit drin, Licht, Borddisplay, App und so weiter sind auch möglich. Auch noch weitere verschiedene Angaben von oder Sachen von Raymarine bzw. Garmin, Kartenplotter etc. Alles, was man braucht. Ansonsten im Display haben wir alle Angaben, die wir brauchen. Klassisches Bellmarine-Display. Das heißt, wir sehen, welche Fahrzeit es bleibt uns noch, wie viel Leistung gibt der Motor gerade. Also gerade sind wir bei 40%, machen mit 40% schon 4 Knoten, also rund 8 km/h. Temperatur vom Motor 18,4 Grad, also sind gerade erst losgefahren. Batteriespannung sehen wir auch, liegt bei 52 Volt, also noch fast voll geladen. 83% Batteriestand haben wir. Und wenn wir so weiterfahren, könnten wir jetzt noch 40 Stunden weiterfahren. Ich muss mir jetzt mal die Sonnenbrille aufsetzen, ich sehe sonst gar nichts. Wir machen noch mal den Vollbeschleunigungstest, heißt einfach Hebel auf den Tisch legen und schauen, wo die Reise hingeht. Ja, also Ansprechverhalten ist sehr, sehr gut, geht sofort los nach vorne. Das Boot kommt natürlich bei der Leistung nicht in Gleitfahrt. Ja. Das heißt, wir sind jetzt bei 6,5 Knoten, 13 km/h mit den 10 kW Dauerleistung. Ist ganz ordentlich, ist ja aber auch noch nicht die finale Version, wie das Boot dann am Ende ausgeliefert wird. Ne? Entweder mit dem 50 kW Molabo oder dann mit dem Rimdrive-Motoren. Was sehr, sehr cool ist, hier in Danzig wird auch Sunreef produziert, also elektrische Katamarane. Wir sind gerade an der 80 Fuß Sunreef vorbeigefahren und das Teil sieht natürlich auch monstermäßig aus. Jetzt, wenn ich gerade nach vorne schaue, sehe ich noch ein weiteres Sunreef-Boot. Das ist wahrscheinlich eher eine 60. Ja, wird auch hier in Danzig produziert. Hätte ich nicht gedacht. War den Ausflug auf jeden Fall wert. Also wir fahren gerade durch die Danziger Altstadt. An vielen Stellen wird noch gebaut, aber es sieht auch richtig, richtig schön aus. Die Kanna One, ich bin jetzt eine Weile lang gefahren und der Janusz ist auch eine Weile lang gefahren, macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Gestern war die Seetauglichkeitsprüfung. Q3 diesen Jahres, also Mitte des Jahres, werden die ersten Boote verkauft. Es gibt schon die ersten Vorbestellungen. Das heißt, wenn ihr euch für das Boot interessiert, dann schaut gerne mal bei uns im Onlineshop vorbei. Wir haben eine neue Seite für Elektroboote, www.elektroboot1.de. Und da haben wir, genau wie für unsere elektrischen Bootsmotoren, auch eine neue Website nur für Elektroboote, neue Elektroboote, wo ihr euch dann auch verschiedene Boote zusammenstellen könnt, verschiedene Leistungen, verschiedene Bootsgrößen und da schauen könnt, welches Elektroboot am besten zu euch passt. Wenn euch neue Elektroboote interessieren, dann schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir zukünftig ein paar mehr Videos zu neuen Booten, Bootsherstellern und natürlich den verschiedenen Elektroantrieben darin. Wir werfen mal einen Blick auf den Preis des Bellmarine-Motors. Der 15 kW Bellmarine-Motor mit 10 kW Dauerleistung kostet mit allem relevanten Zubehör rund 15.000 Euro ohne Batterien. Das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Lasst uns doch mal anschauen, welche Inboarder es noch mit 10 kW Dauerleistung gibt. Wir haben an erster Stelle natürlich den Propel D1 aus den Niederlanden. Der Preis im Shop sieht auch etwas niedrig aus auf den ersten Blick. Da kommt aber noch ein bisschen Zubehör hinzu. Preislich liegt man am Ende bei 6.800 Euro, hat dafür aber auch einen Motor mit einem extrem hohen Drehmoment und sogar eine integrierte Wasserkühlung.
Die beiden luftgekühlten Motoren von Aquamod und Waterworld sind ebenfalls deutlich günstiger als der ebenfalls luftgekühlte Belmarin-Motor. Waterworld hat ein schöneres und deutlich funktionaleres Display, bei dem sogar Fremdbatterien integriert werden können ohne Kommunikationsanschluss. Und das kann für viele ein großer Vorteil sein, so ist man nämlich unabhängig mit den Batterien. Dann gibt es natürlich noch die Inboarder von E-Tech und Vetus sowie ein paar anderen Hersteller auf dem Markt, die genau wie Belmarin eher im oberen Preissegment liegen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde meine Wahl je nach Kühlung auf den Waterworld oder den Propel fallen. Im gewerblichen Bereich sind die Belmarin-Motoren jedoch durchaus zu berücksichtigen. Also der Janusz hatte mir angeboten, wenn die neuen Boote mit dem einerseits 15 kW Rimdrive-Motor und natürlich den 50 kW Molavo-Motor gebaut werden, dann komme ich nochmal vorbei und mache eine Testfahrt. Um das nicht zu verpassen, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und lasst uns auch gerne einen Daumen nach oben da. Ist das schön hier. Aber wir hatten auch echt Glück mit dem Wetter, muss man sagen. So, wir sind zurück von der Probefahrt mit der Kana One. Verarbeitung und Optik finde ich persönlich sehr, sehr gut. Die Holzoptik zusammen mit diesem braunen GFK sieht sehr, sehr schick aus. Es gibt ja auch noch ein paar weitere Farben. Weiß könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Zur Performance. Ich denke, mit dem Molavo 50 kW wird das Boot erst richtig, richtig rund. Das Boot lag sehr, sehr gut im Wasser, war sehr, sehr stabil, auch von der Lenkung her. Aber es hat noch ein bisschen Power gefehlt. Also der 15 kW Belmarin Motor war es noch nicht. Ich denke, mit dem 50 kW Molavo wird das Boot richtig nach vorne gehen. Und das werden wir auf jeden Fall noch mal testen. Lasst uns noch ein paar Worte zum Motor sagen. 15 kW Belmarin in der Spitze, 10 kW Dauerleistung. Ich würde ihn vergleichen mit einem 10 kW Propel oder Waterworld. Und da ist der Preis von 15.000 Euro einfach eine Stange Geld. Klar, für die gewerbliche Schifffahrt sicherlich ein guter Motor. Für den Freizeitbereich würde ich wahrscheinlich einen anderen Motor wählen, ganz klar. Jetzt, wo es langsam wieder wärmer wird draußen, sind wir sicherlich auch öfter auf dem Wasser unterwegs. Es ist natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand für uns, deswegen schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr solche Probefahrten mögt und ob wir sowas noch mehr machen sollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald, euer Johann.